Ich hatte mich heute Nachmittag mit meinem Mann zum Einkaufen in der Stadt verabredet. Warum musste ich mich auch ausgerechnet an diesem Zeitungsstand am Marktplatz mit ihm treffen? Vielleicht wäre mein Mann sonst nie auf die Idee gekommen, sich eine Zeitschrift für Bastler und Heimwerker zu kaufen, als er dort auf mich wartete. Ende der 50er Jahre geht mit deutschen Ehemännern etwas vor sich. Die Frauen beobachten eine merkwürdige Wandlung. Ihre Männer mutieren vom Stubenhocker zum Heimwerker. Die dringend notwendige Hilfe finden die oft hilflosen Do-it-yourselfer in Zeitschriften wie Selbst ist der Mann, erinnert sich ihr ehemaliger Chefredakteur Klaus Merle. Man hat ja auch lernen müssen, damals mit dieser Art Bedienungsanleitung an die Öffentlichkeit zu gehen. Die ersten Versuche sahen natürlich ein bisschen bescheiden aus, sage ich mal. Das war etwas schwarz-weiß, alles grau in grau und viele Zeichnungen. Der Trend kommt aus Amerika und auch die deutschen Männer entdecken ihre kreativen Seiten. Papi will mit seiner Freizeit etwas Sinnvolles anfangen, nebenbei Geld sparen und sich zu Hause selbst verwirklichen. In den 50ern, in den 60ern wurde das in Deutschland so interessant, dass man sich das dann auch sagte, guck mal, das habe ich selbst gemacht und tolle Qualität, guck mal, klopf mal rauf und so. Ein bisschen stolz, sich zu präsentieren, ja, auch der Familie zu sagen, guck mal, was für ein toller Hecht ich bin, was ich kann und sowas alles. Es gibt auch die gewisse Leute, die gehen am Samstag mit dem Hammer in der Hand durch das Haus und klopfen überall mal drauf und sagen, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Oder er nimmt sich seine Flasche Bier, wie man das mal so sagte, und geht unten in seinen Keller und tut so, als ob er arbeitet. Ja? Also es gibt auch welche, die mal vor der Frau flüchten gehen wollen. Ne? Und wenn sich der Heimwerker mal auf den Finger haut oder durch sonstige Tätigkeit erschöpft ist, stärkt er sich an der von ihm selbst gezimmerten Bar mit angelieferten Getränken. Do it also yourself. Nee, nee. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Auch bei Selbst ist der Mann in der Redaktionswerkstatt fliegen täglich die Späne. Der Tischler baut hier Möbel, entwickelt neue Baupläne und regelmäßig werden auch Werkzeuge für die Heimwerker getestet. Für Klaus Merle ein ganz wichtiger Ort. Es ist schon das Zentrum, in dem hier alles entsteht und auch der, allein schon der Geruch des Holzes. Und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man eigentlich jeden Tag sieht, dass es Fortschritte gibt und dass man eigentlich seine journalistischen Themen hier selbst entwickelt und die Kreativität selbst auslebt. Die Werkstücke werden sofort fotografiert. Das redaktionseigene Fotostudio ist direkt nebenan. Dieser Schreibtisch zum Beispiel erscheint in der nächsten Ausgabe und jetzt schon auf dem Bildschirm bei den Layoutern. Fotos und Text werden übersichtlich platziert, damit später jeder die Arbeitsschritte leicht nachvollziehen kann. Die Fotostories sind wichtiger Bestandteil. Boris Stoffels, hier auf dem Hefttitel, ist einer der meist fotografierten Heimwerker bei Selbst ist der Mann. Hier sieht man ihn bei der Totalrenovierung seiner Wohnung. Im Heft sieht das Ergebnis so aus, in Wirklichkeit so. Hier wohnt Boris Stoffels mit seiner Familie. Schon mal eine ganz neue Erfahrung, mit Fotografen umzugehen. Und sich immer so zu bewegen, wie der Fotograf das gerne hätte und nicht wie die Arbeit dann so eigentlich sein sollte. Man muss die Hand schon ganz schön oft verdrehen, damit die Bohrmaschine auch richtig sitzt, so wie der Fotograf das möchte. Ne? Zahllose Heimwerkermessen locken vor allem in den 70ern mit praktischen Erfindungen und Werkzeugen, oft speziell entwickelt für die Anhänger der Do-it-yourself-Bewegung. Wer einmal überzeugter Heimwerker ist, der bleibt dabei. Und deshalb ist sich Klaus Merle sicher, geheimwerkelt wird immer. Es gilt immer noch die Devise, selbstgemacht, stolz drauf sein, Spaß haben und eben sich darstellen damit. Das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb wird es auch nie aussterben. Es lässt sich kaum alles aufzählen, was man mit geschickten Händen selbst machen kann. Am besten ist es, man probiert es einmal selbst. Es macht sehr viel Freude, spart viel Geld. Sagt mein Mann, der klügste, geschickteste Heimwerker, den ich kenne. Was sagen Sie?